10 Uhr bei Militärs wird ja sozusagen auf Zeit geachtet. Also ich heiße herzlich willkommen zur Vorstellung eines Buches, was gerade frisch aus der Druckerei gekommen ist. Das ist ausgerechnet die Vorstellung auf dem 12. Feld. Kann ja, sag mal, bei dem Thema dieses Buches aber nicht so zufällig sein, wie Sie es denken können. Es ist also der Versuch, erstmals von maßgeblichen Leuten aus den Grenzen der DDR ihre Sicht auf diese Grenze mitzuteilen. Nach meinem Eindruck ist es ein außerordentlich politisches Buch, weil es im Unterschied zu den zahlreichen Publikationen, die zur Staatsgrenze der DDR erschienen sind, doch versucht, sagen wir mal, eine politische Bewertung vorzunehmen, vor allem unter dem Aspekt, dass also seit Beitritt der Bundesrepublik zur NATO und der DDR zum Warschauer Vertrag diese Grenze keine innerdeutsche Grenze mehr war, sondern die aus der Sicht des Warschauer Vertrags sozusagen die Westgrenze des östlichen Verteidigungssystems und aus der Westsicht sozusagen die Ostgrenze des westlichen Verteidigungssystems. Insofern sind die entscheidenden Weichenstellungen und Entscheidungen eben nicht hier in Berlin oder Bonn gefallen, sondern in Washington und in Moskau. Herausgeber dieses Sammelbandes ist Generaloberst A.D. Baumgarten, zu meiner Linken, von 1979 bis zum Ende Chef der Grenztruppen der DDR, und der zweite Herausgeber Peter Freitag, Oberst AD der Grenztruppen der DDR, der in der Militärakademie in Dresden tätig war. Aber, und deshalb haben wir auch diesen Ort hier gewählt, in diesem Grenzabschnitt war ja Anfang der 60er Jahre, was warst du da, Kompaniechef, oder? Nee, Stabschef eines Grenzregiments. Alles klar, und daran hat sich sozusagen die Justiz auch Anfang dieses Jahres erinnert. Bevor wir sozusagen Ihnen die Möglichkeit geben, sag mal, an die Herausgeber und an die Autoren, davon sind also einige auch im Publikum vertreten, Fragen zu stellen, würde ich also, sag mal, die beiden Herren erstmal bitten, etwas zu ihren Intentionen zu sagen, weshalb sie überhaupt diesen Grund angefangen haben. Bitte. Meine Damen und Herren, werte Anwesende, vor wenigen Wochen schrieb mir ein guter Freund: Zeitgeschichte ist nun mal Geschichte, die noch qualmt. Und erst dann, wenn die Rauchschwaden verzogen sind, wird die verzerrte Zeitgeschichte zur wahren Historie der gerechten Bewertung. Besser und treffender kann man wohl die Situation nicht beschreiben, in der wir gegenwärtig leben und wie heute in der Bundesrepublik mit der Geschichte der DDR umgegangen wird. In der Tat, es sind immer noch dichte Rauchschwaden der Verketzerung und der Verfälschung von geschichtlichen Abläufen bis hin zur Kriminalisierung von Menschen, die nach Recht und Gesetz mit Anstand, Würde, sauberen Händen und reinem Gewissen ihrem Staat dienten. Will man im Sinne einer Wahrheitsfindung Grenztruppen das Grenzregime der DDR beschreiben, bewerten, dann kann das nur von Erfolg sein, wenn man die Besonderheit der zu schützenden Grenze im erforderlichen Maße berücksichtigt. Bekanntlich wurde die Grenze, die seit Ende des Zweiten Weltkrieges quer durch Deutschland verlief, zur Trennlinie zweier Gesellschaftssysteme. Hochgerüstet standen die Truppen auf jeder Seite dieser Trennlinie sich über Jahrzehnte tief gestaffelt gegenüber. Diese militärische Konfrontation schuf ein brisantes Spannungsfeld, in dem die Grenztruppen der DDR ihren Dienst zu leisten hatten. Unsere Präsenz, unser Dienst an der Grenze hatte zu jeder Zeit das Ziel, Vorkommnisse an dieser sensiblen Trennlinie zu vermeiden, zu verhindern,
also Friedenserhalten zu wirken. Insbesondere die bedauerlichen, mit großem menschlichen Leid verbundenen Zwischenfälle mit Verletzten und Toten an der Staatsgrenze der DDR scheinen geeignet, bei vielen Menschen eine Verurteilung der DDR, aber auch des Handelns der Angehörigen der Grenztruppen vom Soldaten bis zum General zu erreichen. Wird aber die Problematik der Grenze zwischen den Systemen allein aus dem Blickwinkel der tragischen Schicksale der Opfer des Kalten Krieges dargestellt und bewertet, bleibt das, wie sich immer wieder zeigt, zwar nicht ohne Wirkung auf die öffentliche Meinung, jedoch weiterhin fernab der damaligen tatsächlichen Situation und damit der Wahrheit. Das ist einer der Gründe, dass in dieser vom Zeitgeist geprägten Atmosphäre 15 kompetente Autoren dieses Sachbuch über die Geschichte der deutschen Grenzpolizei, der Grenztruppen und das Grenzregime der DDR erarbeitet haben. Wenn Sie, verehrte Anwesende, sich dem vorliegenden Buch zuwenden, werden Sie feststellen, erstmalig wird auf der Grundlage umfangreicher, zeitaufwendiger Recherche, vieler Zeitdokumente und Erinnerungen der Autoren sowie der Mitarbeit von sachkundigen Freunden die Geschichte der Grenzsicherung und der Grenztruppen der DDR wahrheitsgetreu und zusammenhängend dargestellt. Als ehemaliger Chef der Grenztruppen von 1979 bis 1990 und Zeitzeuge vieler Ereignisse habe ich mich bestärkt durch den Zuspruch vieler Freunde dafür entschieden, an dieser Dokumentation mitzuwirken und das Buch gemeinsam mit Oberst AD Dr. Freitag herauszugeben. Mehr als 3 Jahrzehnte habe ich von meinen 41 Dienstjahren in den Grenztruppen gedient. Ich kenne mich also auf diesem Gebiet aus. Nicht selten wurden von Autoren, die das von sich nicht behaupten können, unter dem Mantel der Aufarbeitung der Geschichte der DDR historische Tatsachen falsch dargestellt und bewertet oder sie sind Irrtümern erlegen. Im Verlaufe des gegen mich durchgeführten politisch motivierten Strafprozesses sowie während der 3,5 Jahre Haft habe ich feststellen müssen, dass die Wahrheit, dass unsere Argumente kein Gehör fanden. Mir und meinen Gefährten wird unterstellt, etwas zu rechtfertigen, wofür es nach derzeit herrschenden Auffassungen keine Rechtfertigung geben kann. Auch dem Vorwurf, nicht einsichtig zu sein, keine Lehren aus der Geschichte gezogen zu haben, begegne ich seit 14 Jahren. Natürlich bedenkt man unter der Last der Verantwortung jeden ernsthaften Einwand. Immer wieder prüft man die Vorhaltungen der Gegenseite. Letztlich aber muss gelten, Wahrheit bleibt Wahrheit. Dieses Prinzip ist Leitfaden unseres Buches. Deshalb habe ich meine Kenntnisse und Erfahrungen in der vorliegenden Dokumentation dargestellt und zu begründen versucht. Am Buch haben viele ehemalige Grenzer aus Schwerin, Berleberg, Erfurt, Dresden und anderen Orten haben Militärs, Juristen, Angehörige des Zolls und der Passkontrolle mitgearbeitet. Sie haben am Zustandekommen dieses Sachbuches großen Anteil. Das Buch entstand, so kann man wohl sagen, in einer wirklich schöpferischen Atmosphäre. Wir, die Autoren und Herausgeber, möchten allen Freunden, die uns vorbehaltlos sowohl mit Rat als auch mit sachlicher Kritik unterstützt haben, unseren Dank sagen. So ist nach unserer Auffassung ein Buch entstanden, das den Anspruch erheben kann, ein zeitgeschichtliches Dokument zu sein und das den verantwortungsvollen Dienst der Grenzer realistisch widerspiegelt. Die Geschichte der Grenztruppen wurde in 40 Jahren von Hunderttausenden, fast einer 500.000
jungen Bürgern der DDR geschrieben. Auf welchem Platz auch immer gestellt, verrichteten sie in der vorderen Linie des Warschauer Vertrages täglich und stündlich bei allen Witterungsbedingungen ihren nicht leichten Dienst. Sie taten das in der Gewissheit, ihrem Volke zu dienen und einen Beitrag zu leisten, damit der Kalte Krieg kein heißer wurde. Dem Zeitgeist folgend wird dieser Friedensbeitrag für die Geschichte der Grenztruppen heute offiziell anders bewertet. Mit unserem Sachbuch wollen wir den bekannten Verzerrungen in der politischen Darstellung des Grenzdienstes entgegentreten. Wir wollen damit Grundlagen für künftige Sachlichkeit zu diesem Thema schaffen. Anliegen ist es zugleich, unseren Kindern und Enkeln, nachfolgenden Generationen, ein wahres Bild der historischen Abläufe und Geschehnisse zu hinterlassen. Die Entwicklung der Sicherung der Staatsgrenze und die Entwicklung der Grenztruppen von 1961 bis 1990 habe ich in einem Kapitel dargestellt. Es ist die Periode des angespannten Ringens um die Erhaltung des Friedens und der Notwendigkeit, die Staatsgrenze militärisch zu sichern, um damit der Aufgabenstellung des Warschauer Vertrages gerecht zu werden. Nachgewiesen wird dabei, wie im Verlaufe der politischen Entwicklung die Staatsgrenze zur Hauptkonfrontationslinie zweier gegensätzlicher Gesellschaftssysteme und der beiden mächtigsten Streitkräftegruppierungen zwischen der NATO und dem Warschauer Vertrag wurde. Die Unverletzlichkeit dieser Staatsgrenze hatte, davon gingen nicht nur wir aus, prinzipielle Bedeutung für die Stabilität und Friedenserhaltung in Europa. Unter diesen Bedingungen war die militärische Sicherung der Staatsgrenze der DDR, wie immer man das heute aus der Sicht veränderter politischer Gegebenheiten benennen mag, ein Element der Aufrechterhaltung des labilen militärischen Gleichgewichtes und damit ein Erfordernis der Friedenserhaltung. Im Buch wird bewiesen, dass die Aufgabenstellung an die Grenztruppen und die daraufhin erfolgte Ausrüstung, Gliederung und Bewaffnung außer Frage stellt, dass diese militärische Grenzsicherung dem äußeren Gegner galt. Der NATO sollte damit eine effektive, den Bedingungen der entstandenen Bedrohung entsprechende Grenzsicherung entgegengestellt werden. Im vorliegenden Buch sind die Autoren wohl keiner Frage ausgewichen. Zur militärischen Sicherung der Staatsgrenze gehörte bekanntermaßen auch der Einsatz von Minen. Deshalb wurde der Aufbau der Minenfelder, der Einsatz der Minentypen, die Sicherheit im Umgang mit Minen sowie der ab 1984 erfolgte Abbau der Minen umfassend dargestellt. Wer sich mit den historischen Tatsachen vertraut gemacht hat, dem ist bekannt. Die Verminung der Staatsgrenze der DDR erfolgte auf Weisung der politischen Führung der Sowjetunion und des Oberkommandierenden der GSSD, Marschall Konjew. Die Minensperren sollten die Grenzsicherung verstärken, um vor allem das Eindringen und die Handlungen von Aufklärungs- und subversiven Kräften zu verhindern bzw. zu erschweren. Sie wurden deshalb nach den Grundsätzen einer Verteidigung so angelegt, dass in den Handlungsrichtungen des vermutlichen Gegners zuerst die Minensperren wirksam werden und erst dann die Kräfte der Sicherung handeln. Die Minen waren vor den Sicherungskräften verlegt. Bei diesen Anlagen kam der Erkennbarkeit der Gefahrenlage als Element der Abschreckung und damit zugleich der Warnung ein größeres Gewicht als der Sperrwirkung zu. Sie waren deutlich sichtbar durch Warnschilder gekennzeichnet
und mit Zäunen abgegrenzt, sodass sie nur für Personen eine Gefahr darstellten, die sich dieser aussetzten. Die Minen wurden also nicht verlegt, um Menschen zu töten. Dann hätte man sie gedeckt und getarnt im Grenzgebiet verlegen müssen. Es ging vorrangig darum, potenzielle Grenzverletzer abzuhalten, das durch Minen gesperrte Gelände zu betreten. So wie die Verlegung erfolgte auch der Abbau der Minen erst nach Zustimmung der sowjetischen Führung. Dass es dort auch Bedenken und Vorbehalte gab, lässt die im Buch zitierte Feststellung der sowjetischen militärischen Führung erkennen, die besagt: Wenn die DDR garantieren kann, dass es an der militärischen Grenzsicherung keine Abstriche gibt und die Minen erst dann geräumt werden, wenn die anderen Sicherungsmaßnahmen greifen, wird dem Vorschlag zugestimmt. Alle Maßnahmen sind jedoch in enger Abstimmung mit dem Oberkommandierenden der GSSD, Armeegeneral Saizew, zu realisieren. So ist es dann auch geschehen. Sicher erwarten Sie alle, dass die Autoren sich auch mit der Anwendung der Schusswaffe im Grenzdienst und dem sogenannten Schießbefehl beschäftigen. Bekanntlich war und ist die Anwendung der Schusswaffe an der Staatsgrenze Thema von haltlosen Unterstellungen und Verleumdungen und führte bis zur gerichtlichen Verfolgung, besonders von Angehörigen der Grenztruppen. Wir weisen im vorliegenden Buch nach: Es war humanistisches Grundanliegen der DDR, das Leben zu achten und menschliches Leid möglichst zu vermeiden. Die DDR hatte ein hohes politisches Interesse daran, dass es an der Staatsgrenze nicht zur Anwendung der Schusswaffe oder gar zur Verletzung von Personen oder zu Todesfällen kam. Dies auch, weil jedes Vorkommnis an der Staatsgrenze zu menschlichem Leid führte und in jedem Fall zur politischen Diskreditierung der DDR genutzt wurde. Alle Bestimmungen, die im Verlaufe von mehr als 40 Jahren für die Anwendung der Schusswaffe erlassen wurden, betonen, dass die Schusswaffe das äußerste Mittel der Gewaltanwendung gegenüber Personen ist. Bei der Anwendung der Schusswaffe ist das Leben nach Möglichkeit zu schonen. Sie darf nur dann angewandt werden, wenn zuvor eine eindeutige Warnung durch Anruf oder Androhung erfolgt. Die im Grenzgesetz enthaltenen Bestimmungen zur Anwendung der Schusswaffen regelte eine staatliche Befugnis, ein Recht der Schusswaffenanwendung, aber keine Verpflichtung zum Töten. Die im Grenzgesetz wiedergegebenen Bestimmungen decken sich nahezu mit denen anderer Länder und gleichfalls mit denen, die heute noch für den Bundesgrenzschutz und die Polizei der Bundesländer gültig sind. Die Angehörigen der Grenztruppen wurden dazu erzogen und ausgebildet, das wird durch die Praxis des Grenzdienstes bewiesen, mit Besonnenheit und großer Verantwortung entsprechend den Forderungen des Grenzgesetzes, die Schusswaffe nur als letztes Mittel und unter strenger Beachtung der fixierten Einschränkungen einzusetzen. Die Anwendung der Schusswaffe war daher die absolute Ausnahme. Von 1979 bis 1990, in der Zeit, als ich in der Funktion als Chef der Grenztruppen tätig war, also in mehr als 11 Jahren, erfolgte durch die Grenztruppen die Festnahme von 2905 Personen, die versuchten, die Staatsgrenze zu verletzen bzw. zu durchbrechen. Der Begriff durchbrechen ist wohl berechtigt, wenn man ohne Voreingenommenheit berücksichtigt, dass diese Versuche in vielen Fällen unter Anwendung oder Androhung von Gewalt mittels schwerer Technik wie Lkw, Planierraupen, Traktoren und mit Schuss- und Stichwaffen durchgeführt wurden.
Bei diesen 2.905 Festnahmen erfolgte in 148 Fällen, die Anwendung der Schusswaffe. Also in circa 5,1% der Fälle. Und davon waren es 107 Mal Warnschüsse in die Luft. Leider gab es bei den 41 verbliebenen Anwendungen der Schusswaffe in 11 Jahren auch 17 Todesfälle und 24 Verletzte, die aber besonderen Umständen geschuldet, nicht gewollt und beabsichtigt waren, wie das auch in anderen Staaten der Fall ist. Auch bei den Angehörigen der Grenztruppen war der Gedanke verinnerlicht, dass das Leben eines Menschen das höchste Gut ist, einmalig und unwiederbringlich. Das haben sie eindeutig auch am 9. November 1989 bewiesen. Zu groß ist das Leid, sowohl beim Tod ermordeter Grenzsoldaten wie auch beim Tod von Verletzern der Staatsgrenze. Den Angehörigen und allen Betroffenen galt und gilt mein aufrichtiges, tiefes Mitgefühl, wie ich das wiederholt schon bekundet habe. Dennoch möchte ich betonen, dass die hohe Zahl von Festnahmen ohne Anwendung der Schusswaffe eindeutig belegt, dass die Schusswaffenanwendung in den Grenztruppen die absolute Ausnahme war. Sie beweist zudem, dass es nie einen Schießbefehl gegeben hat, wie das in verantwortungsloser Weise immer wieder durch die Medien und sogar durch die Staatsanwaltschaft behauptet wird. Dass Grenzsicherungsorgane in wohl allen Staaten auch heute ihren Dienst bewaffnet ausüben und dies nicht nur als Warnung an Grenzverletzer, ist allgemein bekannt. Eindeutig ist festzustellen, und darüber gibt unser Buch profunde Auskunft, einen Schießbefehl, von dem heute immer noch in Medien, in Politikerreden und auch in Anklageschriften die Rede ist, hat es in der DDR nie gegeben. Er wurde trotz erheblicher Anstrengungen der speziell gebildeten ZERF und einer Sonderstaatsanwaltschaft nicht gefunden. Auch in der Gauck-Wörtler-Behörde, wo tausende Mitarbeiter suchen und Papierschnitzel zusammenfügen, wird er nicht zu finden sein. Ganz einfach und eindeutig, diesen Schießbefehl gab es nicht. Er ist allein ein Fantasieprodukt von Leuten, die damit die DDR diffamieren wollen. Lassen Sie mich abschließend sagen, wir hoffen, dass unser Sachbuch viele Leser findet und ein wenig dazu beitragen kann, den Rauchschwaden der Verfälschungen, wie eingangs gesagt, die Nahrung zu entziehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Peter Freitag, bitte, gleich und dann die Fragen. Meine Damen und Herren, werte Anwesende, ich will in meinen Ausführungen vor allem auf einige methodologische und inhaltliche Aspekte aufmerksam machen, die wir in unserem Sachbuch ganz bewusst in den Vordergrund stellten und die unsere grundlegenden Standpunkte so reflektieren, wie wir sie auch vor den bundesdeutschen Gerichten artikulierten. Sie zu begründen besteht sicher im Rahmen dieser Pressekonferenz nicht die Möglichkeit. Die Diskussion dazu muss späteren Gelegenheiten überlassen bleiben. Wir gingen erstens in unserem Buch davon aus, dass der militärische Schutz von Staatsgrenzen unter den Bedingungen einer militärpolitischen Blockkonfrontation unterhalb der Schwelle eines Krieges den Schwerpunkt bilden muss. In den einzelnen Beiträgen stellen wir Fakten, Zusammenhänge und Hintergründe des Grenzregimes der DDR, der Handlungen der Grenzsicherungsorgane der DDR dar,
so wie die territoriale Integrität der DDR und die Unverletzlichkeit ihrer Staatsgrenzen im Kalten Krieg als Verfassungsauftrag gewährleistet wurde. Unsere Beiträge können aber keinesfalls eine geschlossene zeithistorische Aufarbeitung anbieten. Denn uns waren die offiziellen Dokumente der BRD aus der Zeit der deutschen Zweistaatlichkeit bei der Bearbeitung dieser einzelnen Themen nicht zugänglich. Diese Beiträge liefern jedoch durch unser eigenes Erleben und der von uns in der Praxis gesammelten Erfahrungen weitgehend authentische, durch Studium der DDR-Quellen auch hinreichend belegte empirische Erkenntnisse. Daher sind sie unserer Meinung nach sowohl für eine weitere wissenschaftliche Bearbeitung als auch für eine Auseinandersetzung mit althergebrachten, ideologisierten Stereotypen im heutigen Zeitgeist vom großen Wert. Ohne das speziell aufzuzeigen, sind die Beiträge wie folgt einer gewissen logischen Abfolge geordnet. Im ersten Teil führen wir eine Eintragung des damaligen Generalsekretärs des ZK der KPdSU Gorbatschow in das Gästebuch der Grenztruppen der DDR am 26. April 1986 und eine Einlassung des Oberbefehlshabers und Chefs des Stabes der Vereinten Streitkräfte des Warschauer Vertrages, Marschall der Sowjetunion Kulikow und Armeegeneral Gribkow vom 7. Juni 1996 an, um die Bewertung der Bündnisbeziehungen zwischen der Sowjetunion und der DDR im sicherheits- und verteidigungspolitischen Bereich zu dokumentieren. Weiterhin wird die lückenlose völkerrechtliche Bestimmung und Markierung der Landgrenzen und die internationalen Standards und Normen gerecht werdende staatsrechtliche Regelung der Seegrenzen der DDR dargestellt, sowie eine Analyse des Zusammenhangs von militärstrategischen Planungen und der militärischen Bündnisse in Zentraleuropa und im Ostseeraum und dem militärischen Schutz der Staatsgrenze der DDR vorgenommen. Zusammen mit einer Charakteristik der zwischenstaatlichen Beziehungen der DDR mit ihren angrenzenden Staaten konnten wir nunmehr das Grenzregime in seiner Gesamtheit einer in sich geschlossenen Systematik staatsrechtlicher Normen zur Gewährleistung von territorialer Integrität und Unverlässlichkeit der Staatsgrenze charakterisieren. Insbesondere zur Regelung der Ordnung und Sicherheit in den grenznahen Räumen, des rechtmäßigen grenzüberschreitenden Personen-, Waren- und Devisenverkehrs sowie der Kommunikation in Grenzangelegenheiten an den Grenzübergangsstellen sowie der zuverlässigen Sicherung der Grenzabschnitte und Kontrollterritorien an den Grenzübergangsstellen. Im zweiten Teil folgen zeithistorische Abhandlungen der Entwicklung der DDR-Grenzschutzorgane, zunächst in den Jahren bis 1960, danach beim endgültigen Übergang zu einem militärischen Schutz der Staatsgrenze in der zweiten Hälfte des Jahres 1961, zur Grenzsicherung in den Jahren von 1961 bis 1990 an der Staatsgrenze der DDR zur BRD und Berlin-West, sowie an der Ostseeküste und zur Grenzüberwachung an der Staatsgrenze der DDR zur Volksrepublik Polen und zur Tschechoslowakisch-Sozialistischen Republik. Dabei wird gleichzeitig auf das System der politischen und militärischen Führung sowie die Auswahl, Zusammensetzung und psychologisch-moralische Vorbereitung des Personalbestandes Stellung genommen. Im dritten Teil schließlich werden Aspekte der politischen Strafverfolgung von Angehörigen der DDR-Grenztruppen und ehemaligen Hoheitsträgern der DDR im Zusammenhang mit dem DDR-Grenzregime durch die bundesdeutsche Strafjustiz behandelt. Wir bemühten uns, die einzelnen
Komplexe in unserem Sachbuch so abzuhandeln und darzustellen, wie wir es erlebt hatten und es in den Dokumenten nachzulesen ist, so wie wir bestrebt waren, um den uns gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Wir stützen uns dabei auf die Rechtsgrundlage unseres Staates, dem wir als Soldaten die Treue geschworen hatten, dessen Verfassung und Gesetzlichkeit dem Völker- und Menschenrecht temporal entsprachen. Die Rechtsgrundlagen des anderen deutschen Staates, nach denen unser Handeln heute als eine Straftat verfolgt wird, waren für uns dabei, damals wie heute, in keiner Weise maßgebend. Eine Bewertung unseres Tuns aus heutiger Sicht lassen wir nach Darstellung in unserem Buch weitgehend unseren Lesern. Wir gingen damals wie heute davon aus, dass die DDR, wie die Bundesrepublik Deutschland auch, international anerkannte, gleichberechtigte und auch weitgehend souveräne Staaten waren, dauerte 45 Jahre, also immerhin fast so lange wie das Deutsche Kaiserreich, erheblich länger wie die 14-jährige Weimarer Republik oder das 12-jährige faschistische Deutsche Reich. Nach zwei von Deutschland verursachten fürchterlichen Weltkriegen ging während dieser 45 Jahre von deutschem Boden kein Krieg aus. Die schonungslose Auseinandersetzung zwischen den beiden politisch unterschiedlich verfassten und verschiedenen militärpolitischen Blöcken angehörenden deutschen Staaten, die der gesamten Zeit der Zweistaatlichkeit das Gepräge gab, konnte unterhalb der Schwelle eines Krieges gehalten werden. Wir vertreten dabei unsere Überzeugung. Eine Voraussetzung dazu war, wie man heute auch immer die Folgen beurteilen mag, ein Grenzregime der DDR, das über Jahrzehnte im Rahmen eines Systems kollektiver Sicherheit gleich verfasster osteuropäischer Staaten im direkten Zusammenhang mit der Landesverteidigung gewährleistet wurde. Zu den souveränen Rechten beliebiger Staaten als Völkerrechtssubjekte gehört die uneingeschränkte Ausübung von Gebiets- und Personalhoheit. Wir gehen in unseren Beiträgen davon aus, dass es für die DDR unerlässlich war, ihre territorialen Hoheitsrechte unter anderem mit einem signifikanten Grenzregime zu realisieren, das angesichts der vom Kalten Krieg geprägten zwischenstaatlichen Beziehungen und den damit verbundenen Kriegsgefahren an einer Staatsgrenze, die zugleich auch Trennlinie gewaltiger Streitkräftegruppierungen der sich konfrontativ gegenüberstehenden Militärblöcke nicht nur von grenzpolizeilichen, sondern vordergründig von militärischen Aspekten determiniert wurde. Es musste daher mit dem System der Landesverteidigung verzahnt sein und auch den Sicherheitsinteressen aller Mitgliedstaaten des Warschauer Vertrages entsprechen. Unter diesem Gesichtspunkt stellten wir die Handlungen der Grenztruppen unter allen Bedingungen, also einschließlich ihrer selbstständigen Handlungen bei der Auslösung des Verteidigungszustandes als auch nach einer operativen Unterstellung an Verbände der Landstreitkräfte dar. Indem dieses Grenzregime in keiner Weise die souveränen Rechte aller angrenzenden Staaten einschränkte und wesentlich zur Erhaltung des Friedens im Zentrum Europas beitrug, war es legitim. Es entsprach in vollem Umfang dem Grundanliegen der Charta der Vereinten Nationen. Die DDR war allerdings in ihrer Souveränität auch eingeschränkt. Marschall Kulikow und Armeegeneral Gribkow haben diese Einschränkungen aus militärstrategischer Sicht einerseits aus der exponierten militärgeografischen Lage der DDR im Zentrum Europas und andererseits von der festen Eingliederung der DDR und ihrer bewaffneten Organe in die Militärorganisation des Warschauer Vertrages sowie der Einbindung der NVA und der Grenztruppen der DDR im Verteidigungsfalle in den Bestand der operativ-strategischen Verbände
auf dem zentraleuropäischen Kriegsschauplatz abgeleitet. Darüber hinaus vermochte die DDR aber auch zu keiner Zeit ihre volle Souveränität in ihrer Personalhoheit, ihrer Staatsangehörigkeit gegen grundgesetzliche Regelungen der Bundesrepublik durchsetzen. Danach waren nicht nur die Bürger der BRD deutsche Staatsangehörige. Im Widerspruch zum geltenden Völkerrecht schränkte die Bundesrepublik Deutschland mit der Rechtsauffassung, dass es sich bei der Staatsgrenze zwischen beiden deutschen Staaten um eine staatsrechtliche Grenze auf dem Fundament des noch existierenden Staates Deutschland als Ganzes handle, mit der rechtlichen Weigerung, die Staatsbürgerschaft der DDR anzuerkennen, mit der Bewertung illegaler Grenzübertritte von DDR-Bürgern nach der BRD und Berlin-West als Notwehr, die Souveränität der DDR ein und trug ursächlich zum Entstehen eines Sicherheitssystems in der DDR bei, das ein kollektives Existenzrecht der DDR mit der Schutzrichtung auf externe Bedrohung über ein individuelles Schutzrecht stellte, was sich letzten Endes bis hin zur Anwendung von Gewalt an der gemeinsamen Staatsgrenze auswirkte. Das Grenzregime der DDR ist nur sachlich richtig zu charakterisieren, unvoreingenommen zu beurteilen, wenn die Frage nach dem Charakter der zwischenstaatlichen Beziehungen zu den angrenzenden Staaten und nach den äußeren Bedingungen beantwortet wurde, unter denen die DDR ihre souveränen Rechte durchzusetzen hatte. Sind es doch gerade die zwischenstaatlichen Beziehungen, die Wesen und Inhalt eines jedweden Grenzregimes determinieren. Die zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten, wie wir sie erlebten und in unserem Sachbuch darstellen, vollzogen sich immer eingebettet in dem zwischen den paktführenden Supermächten ablaufenden konfrontativen Geschehens während des Kalten Krieges. Sie waren während der ganzen Zeit ihres Nebeneinanderbestehens von mehrdimensionalen Interaktionen, rigorosen und aggressiven Restaurationsbestrebungen nach Osten und von sicherheits- und verteidigungspolitischen Abgrenzungsmechanismen nach Westen geprägt. Bestimmend waren dabei vor allem die Bestrebungen der Bundesrepublik zur Wiederherstellung des Deutschen Reiches, möglichst in den Grenzen von 1937, zur Wahrnehmung von Allgemeinvertretungsansprüchen und der einheitlichen deutschen Staatsbürgerschaft, zur Unterwanderung und Beseitigung eines politisch alternativen Systems und dessen staatlicher Existenz auf deutschem Boden, sowie zur revanchistischen Korrektur der Völkerrechtsverbindlichkeit deutscher Nachkriegsgrenzen mit offenen oder verdeckten Gebietsansprüchen gegenüber der Russischen Föderation, der CSR und Polen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wovon ich spreche, als Stellvertreter des Kommandeurs und Stabschef des Grenzregiments 35 trug ich Anfang der 60er Jahre die Mitverantwortung für den Grenzabschnitt im Zentrum Berlins, vom Humboldthafen bis Elsenbrücke. Dabei möchte ich erinnern an das Auffahren von gefechtsbereiten amerikanischen und sowjetischen Panzern im Oktober 1961 am Checkpoint Charlie in der Friedrichstraße und die Bedrohung der an der Grenzübergangsstelle eingesetzten Angehörigen des Grenzregiments mit schweren Infanteriewaffen durch US-Besatzer aus den angrenzenden Gebäuden handlungsbereit zu sein. Ich erinnere an die Verletzung der Unverletzlichkeit unserer Staatsgrenze bei einer Vielzahl von Tunnelschleusungen und Sprengstoffanschlägen, bei denen nicht nur Leib und Leben der eingesetzten Grenzposten gefährdet wurde, sondern ein Unteroffizier unseres Grenzregiments Reinhold Thun ermordet wurde. Ich erinnere aber auch an die sichere und reibungslose Grenzpassage von mehreren zigtausend Westberlinern im Zuge der vier Passierscheinabkommen zwischen 1963 und 1966 zu Weihnachten und zum Jahreswechsel und zu Ostern,
an der Grenzübergangsstelle Oberbaum, hier gleich nebenan, die im Interesse dieser Grenzpassage umgebaut werden musste, da sie in normalen Zeiten nur für Fußgänger zugelassen wurde oder zugelassen war und nur von etwa 10 bis 12 Personen täglich begangen wurden. Ich erinnere auch an die Gewährleistung der Sicherheit der internationalen Flussschifffahrt beim Anlaufen des Berliner Osthafens. Das Territorium der beiden deutschen Staaten war zum Stationierungs- und Ausgangsraum von modernsten Vernichtungswaffen ausgeführten, sich feindlich und kriegsbereit gegenüberstehenden Streitkräftegruppierungen, die Staatsgrenze zwischen beiden deutschen Staaten zur vorderen Linie ihrer unmittelbaren Berührung geworden. Der Ausbruch eines global geführten nuklearen Krieges hätte nicht nur die beiden deutschen Staaten, sondern ganz Europa in eine unvorstellbare Wüste verwandelt. Die Grenztruppen der DDR und der CSSR trugen mit ihren Handlungen an dieser vordersten Linie eine außerordentlich hohe Verantwortung bei der Verhinderung eines solchen Krieges. In diesem Zusammenhang möchte ich erinnern, dass im Oktober 1966 im Grenzabschnitt des Grenzregiments 8 an der Elbe es zu einem Grenzkonflikt kam, der mit der Durchführung der strategischen NATO-Kommandostabsübung Falex 66 im Zusammenhang stand und seinem Charakter und seinen Ausmaßen nach an Friedensgefährdung kaum noch zu überbieten war. Es wurden mithin auch Pläne einer militärischen Invasion des Hoheitsgebietes der DDR nach der Strategie des Read All Application for Force at Peace oder auch mit Angriffshandlungen einschließlich des Einsatzes von nuklearen Waffen bekannt, wie beispielsweise die Berlin Contingency Operating Plans während der Berlin-Krise 1959-63. In besonderer Weise wurde dabei West-Berlin zum Zentrum einer massiven Wühlspionage- und Agententätigkeit gegen die DDR und die anderen sozialistischen Staaten missbraucht, obwohl es rechtlich nicht zur Bundesrepublik gehörte. West-Berlin galt als Frontstadt des Kalten Krieges sowie als Brückenkopf und vorgeschobener Vorposten der NATO zugleich. Am 13.08.1961 kam es mit den Sperr- und Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere an der Staatsgrenze zu Berlin-West, zu einer neuen Markierung der Geschichte der DDR und der zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten. Die DDR hatte im Zusammenwirken mit den anderen Mitgliedstaaten des Warschauer Vertrages auf Jahre einer BRD-Ausdehnung nach Osten defensiv verhindert und die Haltlosigkeit der aggressiven Politik der Stärke der Adenauer-Regierung offenbart. Die Berlin-Krise zwischen den Supermächten konnte in einem militärstrategischen Pakt 1963 beendet werden, ohne dass der Kalte Krieg zu einem heißen wurde. Das DDR-Grenzregime wurde Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre zu einer Voraussetzung der in Europa einsetzenden Spannungspolitik. Mochten dessen Einzelheiten im Westen noch so angeprangert werden, so hätte, wie der Marburger Professor Füllwert nachwies, eine innenpolitisch labile DDR mit einer offenen Grenze keinen Beitrag zu jenem Prozess der Sicherheit und Zusammenarbeit und Entspannung leisten können, der Europa schließlich aus einer Konfliktzone in einen Kontinent des Friedens verwandelte. Allerdings wurde die westliche Kombination einer Politik des Wandelns durch Annäherung mit militärischem Druck und ökonomischer Lockerung schließlich nicht nur in der bundesdeutschen Deutschlandpolitik zu einem wesentlichen Faktor der gesellschaftlichen Aushebelung des sozialistischen Staatengemeinschaft. Die zwischenstaatlichen Beziehungen der DDR zur Volksrepublik Polen und zur CSSR dagegen wurden von den Gemeinsamkeiten einer politischen und sozialökonomischen Verfasstheit
und von den Erfordernissen der Gewährleistung kollektiver Sicherheit im Rahmen der sozialistischen Staatengemeinschaft determiniert. Das Völkerrecht schützt alle Sperr- und Sicherheitsmaßnahmen gegen gesetzwidriges Handeln, genauso wie gegen aggressive, subversive oder militärische Aktionen. Allenthalben trugen und tragen Grenzschutzorgane mit ihren Handlungen zur Grenzkontrolle und Grenzsicherung völlig legitim dazu bei, staatliche Macht bis unmittelbar an die staatlichen Grenzen auszuüben, um sowohl als erstes wie auch als letztes Hoheitsorgan verhindern zu können, dass sich Personen dem Zugriff der Staatsgewalt durch unerlaubten Grenzübertritt entziehen oder subversive und bewaffnete Aktionen die öffentliche Ordnung und Sicherheit in den grenznahen Räumen stören, gegebenenfalls friedensgefährdende Eskalationen von Zwischenfällen, Provokationen und Konflikten an den Staatsgrenzen herbeizuführen. So gesehen tragen also Grenzregime beliebiger Staaten zur Ausübung der staatlichen Macht und zum Schutz der staatlichen Ordnung immer mehr oder weniger restriktiven Charakter. Wir nehmen zu all diesen Fragen in unserem Sachbuch eindeutig Stellung und stellen davon abgeleitet die qualitativen Unterschiede im Einsatz der Grenztruppen an der Staatsgrenze zur BRD und Berlin-West und an der Staatsgrenze zur Volksrepublik Polen und zur CSSR dar. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend noch feststellen, mit einem ersten Sachbuch mit fundierten Beiträgen von Zeitzeugen wollten wir eine historische Richtigstellung zu einem wichtigen Segment der 45-jährigen deutschen Nachkriegsgeschichte einleiten. Zwangsläufig wurde es ein Sachbuch gegen den Zeitgeist. Weitere werden wahrscheinlich folgen, da einerseits wesentliche Seiten unserer Problematik noch unberücksichtigt bleiben mussten und andererseits die Archive der BRD noch nicht zugänglich sind. Unser Buch wird sicher außer wohlwollender Zustimmung auch stürmische Gegenaktionen auslösen. Sachlicher Meinungsstreit ist von uns gewollt. Wenn dieses Sachbuch dazu beitragen kann, eine streitbare, aber sachliche Auseinandersetzung zu führen, einen Disput mit Vernunft und Toleranz, in dem das empirisch-kritische Argument und Urteil zählt und nicht die moralisierende oder gar ideologisierende Wertung, ohne Täter-Opfer-Syndrom und einseitige Schuldzuweisung, dann hat dieses Sachbuch seinen Zweck erreicht. Ich danke für die Aufmerksamkeit.